Hallo und herzlich willkommen nach langer Zeit endlich wieder zu einer neuen Folge vom Hausflipper. Wir kaufen uns heute mal dieses Schildkrötenhaus. Das hat mir nämlich einer in den Kommentaren geschrieben. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Grüße gehen raus. Und ja, genau das machen wir heute auch mal, was er geschrieben hat. Nämlich dieses Schildkrötenhaus kaufen. Wo ist es denn jetzt hin? Ach, hier ist es. Genau, das Schildkrötenhaus. Ja, 75.000 Euro, 32 Quadratmeter und 857 Quadratmeter außen. Sag mal, kaufen wir dann eine ganze Insel? Das wäre ja cool. Okay, einmal Kaushaufen, kaufen. Was? Kaushaufen. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Okay, dann einmal wechseln und dann landen wir jetzt hoffentlich bei diesem Haus. Sieht sehr schön aus hier mit den Palmen. Echt cool. Und wir haben jetzt die ganze... Oha, wie geil ist das denn? Das als Tür? Das ist ja genial. Aber jetzt mal Real Talk. Die Wassergrafik sieht deutlich besser aus als in manch anderen Spielen. Jetzt irgendwo so eine Mauer, denke ich mal, ne? Genau. Aber, Leute, ist ja Wahnsinn. Auch der Sand. Also, sorry, dass ich bis jetzt noch nichts gemacht habe, ne? Aber ich muss erstmal hier ein bisschen staunen. Denn das ist echt Wahnsinn. Auch das rote Dach sieht cool aus, ne? Ich meine, die Pink, ja, ich meine, für ein Strandhaus ist es okay, ne? So, was ist das? Fälle den Baum. Ne, ne, der bleibt genau da, wo er jetzt ist. Genau, das Unkraut könnte man mal wegmachen, ne? Das wollen wir nämlich hier nicht haben. Was ist das denn? Also, geil, so eine Kugel. Ne, wer das gerade gelesen hat, weiß, dass ich die, glaube ich, da in das Ding machen muss, ne? Genau, einmal rein da. Dann ist da unten noch was, ne? Kann man sich nicht bücken irgendwie? Okay, dann machen wir mal weiter und putzen erstmal hier drin, damit es schon mal so grob sauber aussieht. Aber das hier sieht schon spannend aus, ne? Sieht sogar sehr spannend aus. Okay, dann, ja, wie gesagt, weiter putzen. Genau. Boah, das ist ja wie Urlaub. Wahnsinn. Gefällt mir gut bis jetzt. Ja, Herd ist eigentlich ein guter Schuss, ne? Braucht man nicht viel machen, außer mal ein bisschen fegen. Genau, die Tür ist ziemlich schmal, ne? Dommel passt da schon nicht durch. Boah, stellt euch mal vor, man sitzt hier gerade beim Kacken und kann einfach aufs Meer gucken. Wie geil ist das denn? Ja, da würde ich auch gern wohnen. So. Ach, das ist eine neue Luke. Das ist natürlich auch cool. Zack. Rein mit uns. Jawohl. Dann, was haben wir hier? Ach, hä? Okay, da unter dem Bett ist so eine Kugel. Die holen wir uns natürlich direkt auch nochmal vor hier. Zack, genau. Dann das Bett wieder zurück. Nicht, dass noch einer denkt, wer hat das Bett denn so mit dahingestellt? Jawohl. Dann, der Karton kann natürlich gleich mit weg. Machen wir hier noch kurz ein bisschen weiter sauber. Und dann war es das auch schon, ne? Man soll ja hier nicht vom Boden essen können. So. Okay, das hätten wir, ne? Dann würde ich sagen, einmal wieder nach oben. Und zu die Klappe. Genau. So, da ist noch dreckig. Kann man das öffnen? Ach, da ist ein Raum. Ah ja, den muss man auch erstmal finden, ne? Genau, dann einmal wieder zu. Und hier noch den Dreck weg. Und dann haben wir es, glaube ich, schon fast, ne? Nur noch ein paar Spinnenweben, die wir beseitigen müssen. Und dann war es das auch schon, ne? Jawohl. Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Und suchen mal ein paar von diesen Dingern da, ne? Von den Kugeln da. Was ist das hier eigentlich benutzen? Ach, das ist so ein Sitzding. Ich dachte schon, was ist das denn? Ja, cool. Sehr gemütlich ohne Lehne. Okay, was machen wir nun? Diese Kugeln suchen, ne? Vielleicht... Ach, da ist schon eine. Das macht ja echt Bock hier. Ich weiß zwar nicht, was passiert, wenn man die findet. Das hat er nämlich auch nicht geschrieben. Aber ich bin gespannt. Kann man auch mehrere auf einmal aufheben? Unkraut muss natürlich im besten Fall auch weg. Ach, ich kann den auch wegtun. Passiert denn da was? Also kann da was drunter sein, oder? Sonst würde ich sagen, lasse ich ihn da liegen, ne? Genau. So. Dann, das ist aber echt cool, ne? Ist da oben ein Dachboden? Denn das hat eine Spitze, das Dach. Das würde mich mal interessieren. Unkraut kann direkt wieder weg hier. Okay, dann legen wir das Ding schon mal wieder hier ab. Okay, das Ding wird abgelegt. Dann haben wir jetzt noch drei, die uns fehlen. Und vier haben wir schon. Okay. Ach, das ist Unkraut. Ja, chillig. Ah, hier ist noch so ein Ding drin. Cool. Das kommt natürlich direkt dazu. Zack. Genau. Vielleicht ist da ja noch eins. Das wäre cool. Das würde uns das Ganze sehr einfach machen. Kann man aber auch wieder zumachen, wenn nichts drin ist, ne?
Jawohl. Dann, was ist hier? Den kann man nicht öffnen, okay. Dann ist die Frage, wo ist der nächste von den Bällen? Ah, da ist er. Genau. Dann öffnen. Und rein damit. Ach, jetzt fehlt uns noch einer. Okay. Ja, ich würde sagen, den finden wir auch noch. Ne, das wäre ja gelacht. Liegt da was? Ah, da ist er. Ja, das ging ja jetzt schneller, als ich dachte, ne? Einmal her damit. Hallo? Genau. So. Dann einmal rein in das Haus und die Kugel da rein. Zack. Benutzen. Oh mein Gott. Hey, jetzt ist es Nacht. Lol. Das ist ja krass. Aber jetzt haben die es doch irgendwie geschafft, hier das mal ein bisschen dunkler zu machen, ne? Das Haus. Denn sonst war es immer so gleich hell. Ja gut, hier unten ist es natürlich immer noch alles andere als dunkel, aber es ist schon ein Fortschritt, ne? Wir können ja mal gucken. Nochmal benutzen, was passiert dann? Das ist ja cool. Das sind alle Fähigkeiten, ne? Das ist so ein Hammer. Ein Schraubenzieher, oder? Bin ich blind? Das könnte natürlich auch sein. Dann können wir einmal gucken, wie das Ganze denn aussieht, wenn man mal Licht einschaltet, ne? Denn Licht finde ich immer so eine coole Sache. Machen wir einmal wieder Nacht. Genau. Jetzt haben wir Nacht. Und hier ist es gemütlich. Boah, die Lampen sehen auch cool aus, ne? Das ist ja cool. Hier im Bad haben wir noch so eine Lampe. Ja, ist doch top. Also ich kann mich nicht beschweren. Ich find's cool. Okay, dann würde ich sagen, haben wir alles und verkaufen das Ding einmal, ne? Ach, das ist ja auch cool. Man kann den Garten zum Wettbewerb einreichen. Das wusste ich ja auch noch nicht. Aber gut, wir versteigern das Haus natürlich, ne? Dann einmal zur Auktion. Und dann gucken wir mal, was wir rauskriegen, ne? Genau, die Familie Jüngers. Mein Gott, haben die Namen. Okay, Raphael Muckis. Der kriegt dann das Ding natürlich, ne? Ja. Für 18.000 Gewinn haben wir dann das. Natürlich ordentlich. Für 93.600. Ich find's cool. Ja, er meinte, er will eine Sauna. Ja gut, da bist du wohl hier auf einer Insel falsch, ne? Eine Sauna kannst du einfach in die Sonne legen. Genau, dann würde ich sagen, einmal noch verhandeln. Gehen wir noch mal ein bisschen nach oben mit 1,7. Müsste machbar sein. Und dann haben wir das Ding verkauft, denke ich mal, ne? Passt schon, ich nehm's. Ja, fabelhaft. Okay, dann würde ich sagen, war es das auch schon mit diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, dann zeig mir das gerne mit einem Daumen nach oben. Abo natürlich auch nicht vergessen. Und dann bis zum nächsten Video und ciao.